Hey Leute, wie geht's? Die DJI Mavic 3 Pro gibt's ja mit dem DJI RC oder mit dem DJI RC Pro Controller. Beide Controller sind aber auch mit allen anderen Mavic 3 Modellen, mit der DJI Mini 3 Pro, mit der R2S und auch bald mit weiteren DJI Drohnen kompatibel. Wie die beiden Controller funktionieren und welche Unterschiede es gibt, zeige ich in diesem Video. Los geht's! Hier sind beide Controller, links der RC Pro und rechts der RC Controller. Der Pro Controller ist etwas größer und mit knapp 700 Gramm auch schwerer als der RC Controller, der nur knapp 400 Gramm wiegt. Beide Displays haben eine Diagonale von 5,5 Zoll und eine Auflösung von 1080p Full HD mit einer Bildwiederholrate von 60 FPS. Hier gibt's aber einen großen Unterschied, denn das RC Pro Display ist mit 1000 Nits fast 50% heller als das RC Display mit immerhin 700 Nits. Gerade in praller Sonne hat man da einen ordentlichen Vorteil. Übertragen wird das Live-Video bei beiden Controllern mit dem O3 Plus, also dem OcuSync 3 Plus Übertragungssystem, mit einer maximalen Reichweite in Europa von 8 Kilometern. Hier gibt es einen weiteren Vorteil des RC Pro Controllers, denn der verfügt über doppelt so viele Sender, Empfänger und Antennen wie der RC Controller. Das verbessert die Signalabdeckung und hält die Übertragung stabiler. Und durch die Antennenrichtcharakteristik muss der RC Controller möglichst zur Drohne gerichtet werden, was mit dem RC Pro Controller nicht nötig ist. Der Pro Controller hat auch einen leistungsstärkeren Prozessor und einen größeren internen Speicher. Zusätzlich verfügt er über einen HDMI-Ausgang, mit dem es möglich ist, einen externen Monitor anzuschließen oder das Videosignal live auszugeben. Ich nutze das regelmäßig bei meinen Aufträgen, denn so kann die Redaktion sehen, was ich mache, ohne mir dabei direkt über die Schulter blicken zu müssen. Ein weiterer Vorteil des RC Pros ist, dass er auch Apps von Drittanbietern unterstützt. Man kann also ganz normal mit dem Browser online gehen und sich, wenn man möchte, zum Beispiel die Litchi-App oder so wie ich es mache, die DJI Virtual Flight-App herunterladen. Das ist ein Flugsimulator, mit dem man ganz bequem auf der Couch nicht nur das normale Drohnefliegen lernen, sondern auch das sogenannte FPV-Fliegen lernen kann. Bei den Knöpfen, Schaltern und Tastenbelegungen gibt es auch viele Gemeinsamkeiten, aber auch einige wichtige Unterschiede. Hier sind jeweils die Steuersticks, die mir beim Pro-Controller besser gefallen, denn damit lässt sich die Drohne etwas geschmeidiger steuern. Der Ein-Aus-Knopf und der Geschwindigkeitsmodus-Schalter sind bei beiden Controllern gleich. Mit dem Ein-Aus-Schalter können wir durch kurzes Drücken den Akkustand anzeigen. Wenn wir den einmal kurz und einmal lang drücken, können wir den Controller ein- oder ausschalten. Und wenn wir den während des Betriebs kurz drücken, können wir das Display vorübergehend aus- oder einschalten. Und den Geschwindigkeitsmodus-Schalter können wir auf Cine, Normal oder Sport stellen, um die Drohne langsam, normal oder schnell zu steuern. Dann haben wir hier den Pause-Return-to-Home-Knopf, mit dem wir einen automatischen Flug, zum Beispiel einen Quick- oder Master-Shot, Active-Track oder einen Waypoint-Flug pausieren oder abbrechen können oder auch die Drohne automatisch zurückkehren lassen können. Beim RC-Controller sind beide Funktionen auf diesem Knopf zusammengelegt und beim Pro-Controller gibt es dafür zwei separate Knöpfe. Außerdem hat der RC Pro Controller auf der Oberseite hier noch zwei praktische Funktionsknöpfe und einen sogenannten 5D-Knopf. Darauf lassen sich viele nützliche Funktionen frei belegen und der linke Knopf dient dazu, im Menü zur vorigen Seite zu gelangen und mit dem rechten Knopf können wir eine Auswahl im Menü bestätigen. Dieser frei belegbare 5D-Knopf ist für mich übrigens einer der wichtigsten Gründe, weshalb ich mich vor einem Jahr für den teureren Controller entschieden habe. Damit lässt sich während des Fluges und vor allem während der Aufnahme sehr einfach die Belichtung einstellen, ohne jedes Mal umständlich in die Kameraeinstellung wechseln zu müssen. Hier können wir die Controller in 1,5 Stunden aufladen. Bei der Akkulaufzeit hat der RC-Controller einen Vorteil, denn der hält mit 4 Stunden eine Stunde länger als der Pro-Controller, was an der geringeren Helligkeit und dem schwächeren Prozessor liegt. Hier befindet sich der Micro-SD-Speicherkarten-Slot. Eine Speicherkarte braucht man nur, um zum Beispiel eine Bildschirmaufnahme mit allen On-Screen-Anzeigen aufzunehmen. Und beim Pro-Controller kann man auch die Speicherkarte der Drohne reinstecken, um die originalen Aufnahmen zur Sicherheit auf den Controller zu kopieren. Beim RC Pro Controller gibt es hier den HDMI-Ausgang, an den man einen externen Monitor anschließen kann oder auch das Live-Videosignal der Drohne ausgeben kann. Und beim RC Controller gibt es hier einen sogenannten Host- oder Host-Anschluss. Damit lässt sich der Controller zum Beispiel als Powerbank nutzen, aber man kann auch ein externes Mikro anschließen, um während der Bildschirmaufnahme den Ton mit aufzunehmen. Das funktioniert leider nicht mit allen Mikrofonen, aber zum Beispiel mit dem DJI-Mikrofon.
Alle Produkte aus dem Video verlinke ich euch wie immer mit viel Zubehör unter dem Video in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch meine empfohlene Drohnenversicherung, die lizenzfreie Musik, die ich oft für meine Videos nutze, und auch ein tolles Senderpult, an das man beide Controller mit diesen Schraubgewinnen anbringen kann. Ich fliege am liebsten mit einem Senderpult, und zwar von der Firma DFSG. Da braucht man einfach nur den RC-Controller hier vorne ranschrauben und schon kann man super komfortabel fliegen. Und wenn ich mit dem RC Pro Controller fliegen will, schraube ich den hier einfach wieder ab. Dann wechsle ich hier den Adapter, dann schraube ich den RC Pro Controller hier ran. Und schon hat man aus einem Senderpult für den RC Controller einen Senderpult für den RC Pro Controller gemacht. Es gibt auch noch weiteres Zubehör im DFSG Shop, wie zum Beispiel Controllerhalter, Fahrradhalter und Tablet- oder Monitorhalter. Und wenn ihr etwas über meinen Link in der Beschreibung bestellt, gibt es sogar noch einen kleinen Rabatt. Weiter geht's mit den Unterschieden des RC-Controllers zum RC-Pro-Controller. An der Vorderseite gibt es jeweils zwei Rädchen und zwei Knöpfe, und zwar den Videoauslöser, den Fotoauslöser, das Gimbalrädchen und das Kamera-Zoom-Rädchen, das wir aber auch mit anderen Funktionen belegen können. Der Pro-Controller hat hier noch eine weitere Funktion. Wenn wir den Funktionsknopf gedrückt halten, können wir mit dem linken Rädchen die Bildschirmhelligkeit einstellen und mit dem rechten Rädchen die Lautstärke einstellen. Hier sind die internen Richtantennen des RC-Controllers, die bei größeren Entfernungen zur Drohne ausgerichtet sein sollten. Und hier sind die Antennen des RC-Pro-Controllers, die können so ausgerichtet wie ein Donut im Kreis um uns herum funken. Auf der Rückseite befinden sich jeweils zwei belegbare Funktionsknöpfe, Lüftungsschlitze und Lautsprecher, und hier sind die Staufächer für die Steuersticks. Jetzt geht es um die Funktionen und Einstellungen beider Controller. Ich schalte beide Controller ein, indem ich den Ein-Aus-Schalter einmal kurz und einmal lang drücke. Durch den schnelleren Prozessor ist der Pro-Controller schneller einsatzbereit. Der braucht nur 17 Sekunden und der RC-Controller braucht dafür 25 Sekunden. Hier im Schatten sieht man den Helligkeitsunterschied nicht so doll. Aber in praller Sonne sieht man mit dem RC Pro Controller schon etwas besser. Es ist jetzt kein Unterschied wie Tag und Nacht, sondern eher wie Mittag und Nachmittag. Beide Controller sind nach dem Einschalten direkt in der Fly App. Mit dem Pro Controller können wir entweder mit dem Rückkehrknopf oben links oder durch nach oben wischen zum Homescreen gelangen, wo sich noch weitere Apps befinden. Hier haben wir die Galerie, wo sich zum Beispiel unsere Bildschirmaufnahmen befinden. Daneben ist der Dateiordner, wo wir unsere Dateien des internen Speichers und der externen Speicherkarte verwalten können. Daneben ist der Firefox-Browser, mit dem wir im Internet surfen können, zumindest wenn wir verbunden sind. Hier gelangen wir auch in die Controller-Einstellungen, die ich gleich zeige. Und hier gibt es eine Anleitung für die ganzen Controller-Schaltflächen. Dann wird noch die Statusanzeige erklärt und wir sehen, wie für eine optimale Reichweite die Antennen ausgerichtet werden sollen. Und auf der zweiten Seite habe ich den Flugsimulator runtergeladen. Das geht mit dem RC-Controller nicht. Wenn wir doppelt von oben runterwischen, gelangen wir ins Controller-Menü. Beim Pro-Controller funktioniert das auch, wenn wir den linken Funktionsknopf gedrückt halten und dabei den 5D-Button nach unten bewegen. Auf der linken Seite werden uns, wenn nötig, Hinweise angezeigt. Und auf der rechten Seite sehen wir oben Uhrzeit und Datum. Oben rechts gelangen wir in die Controller-Einstellung und beim Pro-Controller können wir hier in unsere zuletzt geöffneten Apps und daneben zum Homescreen zurückkehren. Hier können wir WLAN und Bluetooth aktivieren oder deaktivieren. Hier können wir Benachrichtigungen vorübergehend deaktivieren und hier den Flugmodus ein- oder ausschalten. Hier können wir eine Bildschirmaufnahme mit allen Einblendungen aufnehmen oder einen Screenshot machen. Mit dem Pro-Controller geht das sogar noch einfacher. Da brauchen wir hier nicht extra immer ins Menü zu gehen, sondern halten oben links den Funktionsknopf gedrückt und drücken gleichzeitig auf Video für eine Bildschirmaufnahme oder auf Foto für einen Screenshot. Hier können wir mobile Daten ein- oder ausschalten, falls wir einen Internet-Dongle angeschlossen haben. Und hier unten können wir die Bildschirmhelligkeit und die Lautstärke einstellen. Und beim Pro-Controller haben wir hier zusätzlich die Möglichkeit, die Bildschirmhelligkeit automatisch einzustellen. Und darunter können wir die Piep- und Warntöne ausschalten. Bevor ich gleich zeige, welche Vorteile der RC Pro zum RC-Controller hat, zeige ich noch kurz das Einstellungsmenü beider Controller. Das finden wir hier oben rechts. Mit dem Pfeil können wir das Menü beim RC-Controller wieder verlassen und beim Pro-Controller wischen wir entweder nach rechts oder drücken den Knopf oben links. Ganz oben können wir den Controller mit einem WLAN-Netz verbinden. Dazu schalten wir hier WLAN ein. Dann erstellt man mit dem Handy einen persönlichen Hotspot. Und da ich schon das WLAN-Passwort hier in den Einstellungen gespeichert habe, verbinden sich jetzt beide Controller mit dem Internet. Und hier geht's in die WLAN-Einstellungen.
Ich vergleiche mal die Qualität der Bildschirmaufnahme. Dazu vergrößere ich die Ansicht. Hier sieht man ganz deutlich, dass der Pro-Controller auf der linken Seite viel schärfer aufnimmt als der RC-Controller. Unter den Internet-Einstellungen gelangen wir in die Bluetooth-Einstellungen. Man könnte hier also zum Beispiel Bluetooth-Kopfhörer verbinden. Hier können wir beim RC Pro Controller Einstellungen zu den installierten Apps vornehmen. Zum Beispiel können wir einstellen, welche App automatisch beim Einschalten gestartet wird. Und wir können hier auch Apps wieder löschen. Hier sind die Akku-Infos und Einstellungen. Auch die Display-Einstellungen gibt es nur beim RC Pro Controller. Da können wir zum Beispiel einstellen, wann das Display bei Nichtnutzung in den Standby-Modus gehen soll. Und wir können die DJI-Videobrille anschließen, das habe ich aber bisher noch nicht getestet. Hier können wir Toneinstellungen vornehmen. Und hier unten kann man anscheinend die Bildschirmaufnahme mit Ton aufnehmen. Das habe ich probiert, hat bei mir aber noch nicht funktioniert. Hier können wir den Speicher verwalten. Der Pro-Controller hat ja interne 32 GB und der RC hat 8 GB internen Speicher. Da ich den Controller nur zum Fliegen nutze, ist der Speicher noch ziemlich leer. Man könnte sich aber auch Apps, Musik und Filme auf den Controller laden, wenn man das möchte. Beim RC-Controller gelangen wir hier zum internen und externen Speicher. Den nutze ich aber auch nur für meine Bildschirmaufnahme. Hier geht's beim Pro-Controller zu den Datenschutz, Standort, Sicherheits- und Kontoeinstellungen. Das ist allerdings für die meisten hier eher uninteressant. Hier kann man den Kompass des Controllers kalibrieren, wenn das mal nötig ist. Dazu wird man dann im Display aufgefordert und es wird angezeigt, wie man den Controller drehen soll. Das funktioniert dann ähnlich wie bei einer Drohne. Hier gelangen wir in die Systemeinstellung, wo wir zum Beispiel die Sprache, Datum und Uhrzeit einstellen können. Und wir können den Controller auf Werkseinstellung zurücksetzen. Und beim Pro-Controller können wir die Systemnavigation mit dem 5D-Knopf aktivieren. Hier gelangen wir in die Geräteinformationen, was beim RC-Controller Compliance-Informationen heißt. Und hier finden wir jeweils eine Kurzanleitung zum Fliegen. Jetzt geht es um ein sehr spannendes Thema, welches viel zu oft vernachlässigt wird, und zwar die sehr praktische Verwendung der Funktionsknöpfe. Zwischen beiden Controllern gibt es hier Unterschiede, da ja der Pro-Controller mehr Knöpfe hat. Und je nach Drohnenmodell gibt es auch Unterschiede, denn die Mavic 3 Pro hat mehrere Kameras und die Mini 3 Pro kann zum Beispiel im Hochformat filmen. Um die Funktionstasten zu belegen, gehen wir oben rechts mit den drei Punkten in die allgemeinen Einstellungen, dann oben auf Steuerung und dann hier weiter unten auf Tastenbelegung ändern. Hier sehen wir jetzt den Unterschied. Der RC-Controller hat auf der Rückseite die C1 und C2 Funktionstasten. Genauso wie der RC Pro Controller, der aber auf der Vorderseite noch eine C3-Taste zum Belegen hat. Dann hat der Pro Controller zusätzlich diesen 5D-Knopf, den wir mit 5 weiteren Funktionen belegen können. Also oben, unten, links, rechts und in der Mitte. Und wir können bei beiden Controllern das rechte Rädchen frei belegen. Und wenn wir die C1, C2 oder C3 Funktionstaste gedrückt halten und gleichzeitig das rechte Rädchen nach links oder rechts drehen, stehen uns noch weitere frei belegbare Funktionen zur Verfügung. Hier ist erstmal der RC-Controller. Oben rechts kann man alle Einstellungen zurücksetzen. Für die C1 und C2 Taste stehen uns folgende Funktionen zur Verfügung. Hier gibt es eine Unterteilung in Steuerungs-, Kamera- und sonstige Funktionen. Bei den Steuerungsfunktionen können wir zwischen Gimbal neu zentrieren, nach unten neigen oder Folgen FPV oder Tempomat wechseln. Ich zeige die Funktion mal kurz. Gimbal neu zentrieren, nach unten neigen. Wenn wir also auf der Unterseite des Controllers die C1-Taste drücken, wird der Gimbal, also die Kamera, schnell nach unten und bei erneuten Drücken ganz nach vorne ausgerichtet. Ich nutze diese Funktion dafür eigentlich nie, da wir das ja auch mit dem Gimbal-Rädchen machen können. Aber manchmal hängt bei mir der Horizont etwas schief. Wenn wir dann den Gimbal neu zentrieren, kann sich das in manchen Fällen verbessern. Ansonsten muss man den Gimbal am Boden neu kalibrieren. Wenn wir Folgen FPV auf eine Funktionstaste legen, können wir während des Fluges den Gimbal in den FPV-Modus, also in den First-Person-View-Modus setzen. Dann bleibt die Kamera in den Kurven nicht horizontal begradigt, sondern legt sich mit in die jeweilige Kurve. Das sorgt für dynamischere Aufnahmen oder für ein dynamischeres Fluggefühl. Und wir können einen Tempomat auf die C1 oder C2-Taste legen. Wenn wir den während des Fluges mit der jeweiligen Taste aktivieren, fliegt die Drohne automatisch in der aktuellen Geschwindigkeit weiter. Dadurch braucht man dann nur mit dem linken Stick in die gewünschte Richtung steuern, ohne permanent den rechten Stick nach vorne zu drücken.
Und damit sind dann Aufnahmen in exakt gleichbleibender Geschwindigkeit möglich, die man zum Beispiel für einen Zeitraffer brauchen könnte. Jetzt geht es hier oben um die Kamerafunktion, die wir auf die C1 oder C2-Taste legen können. Hier gibt es folgende Funktionen: AE-Sperre ein-aus, EV erhöhen, EV verringern, Kameraeinstellungen und weiter unten gibt es noch Kamerawechseln und den Erkundungsmodus, die es derzeit nur für die Mavic 3 und Mavic 3 Pro gibt. Auch hier zeige ich kurz die einzelnen Funktionen. Ganz oben die AE-Sperre ein-aus, also Auto-Exposure, automatische Belichtungssperre ein-aus, ist für mich eine der wichtigsten Funktionen. Damit kann man vorübergehend die Belichtung sperren. Wenn man zum Beispiel mal von einem hellen Himmel runterschwenkt, korrigiert die Automatik oft zu abrupt. Da suche ich mir lieber für die Aufnahme einen Belichtungsmittelwert und sperre vorübergehend die automatische Belichtung. Darunter können wir die EV, Exposure Value, also den Belichtungswert erhöhen oder verringern. Diese Funktion lege ich mir auch immer auf solche Funktionstasten oder Rädchen. Welche Funktion ich an welcher Stelle am praktischsten finde, zeige ich gleich. Darunter können wir die Kameraeinstellungen als Funktion belegen. Die findet man ja oben rechts in den allgemeinen Einstellungen. Wer die ständig benötigt, könnte sich diese Funktion als Schnellzugriff auf die Funktionstasten legen. Darunter finden wir Kamerawechseln. Wenn wir auf die Funktionstaste drücken, wechselt die Kamera bei der Mavic 3 und Mavic 3 Pro zwischen den verschiedenen Kameras hin und her. Diese Funktion liegt aber auch direkt auf dem Display. Wer mit dem Touch-Display nicht so gut zurechtkommt, könnte sich dann die Kamerawechselfunktion auf eine dieser Tasten legen. Und hier haben wir noch den Erkundungsmodus. Den können wir also auch, zumindest bei der Mavic 3 oder Mavic 3 Pro, mit einer Funktionstaste aktivieren, ohne erst umständlich ins Menü gehen zu müssen. Wenn der Erkundungsmodus mit einer Funktionstaste aktiviert ist, kann man mit dem rechten Rädchen digital ganz weit ins Bild reinzoomen. Und hier rechts gibt es noch Sonstiges. Da können wir auf den jeweiligen Knopf auch entweder gar keine Funktion oder die Wegpunktfunktion legen. Waypoints funktioniert hier aber auch wieder nur mit den Mavic 3 Modellen. Dazu hatte ich ja schon ein ausführliches Video gemacht. Und übrigens stehen uns auf der C1 und C2 Taste exakt dieselben Funktionen zur Verfügung. Bei der Mini 3 Pro sieht das mit dem gleichen RC-Controller fast identisch aus, aber bei Steuerung gibt es einen kleinen Unterschied, denn hier gibt es den Tempomat nur im Hyperlapse-Modus. Da macht er aber auch am meisten Sinn. Und bei den Kamerafunktionen können wir weder die Kameras wechseln und auch den Erkundungsmodus gibt es bei der Mini 3 nicht. Dafür hat die Mini 3 und die Mini 3 Pro diesen Porträt-Modus, also das Hochkantformat, um zum Beispiel für Handy-Apps zu filmen oder ganz einfach um Hochkantfotos zu machen. Und hier bei Sonstiges fehlt auch der Waypoint-Modus, den ja die Mini 3 Modelle nicht haben. Auch hier sind die Funktionen bei der C1 und C2 Taste identisch. Dann vergleiche ich das noch mit dem RC Pro Controller und der Mavic 3 Pro. Die Funktionen der C1 und C2 Taste sind auch hier absolut identisch, aber hier haben wir die zusätzliche C3 Taste auf der Vorderseite. Da ist auch alles identisch, bis auf eine fehlende Waypoint-Funktion. Aber die finden wir ja auch auf dem Display. Und beim RC Pro Controller gibt es noch diesen 5D-Knopf, wo wir genau dieselben Funktionen der C1, C2 und C3 Taste drauflegen können. Welche Funktionen ich dafür am sinnvollsten finde, zeige ich gleich. Aber wir können ja noch bei beiden Controllern das rechte Rädchen und auch die Funktionstasten zusammen mit dem rechten Rädchen belegen. Wir können also mit dem rechten Rädchen den digitalen Zoom, die Brennweite, die EV, die Blende, die Belichtungszeit oder die ISO anpassen. Der digitale Zoom liegt ja standardmäßig auf dem rechten Rädchen. Den würde ich nicht übertrieben einsetzen, da man ja mit einem digitalen Zoom an Qualität verliert. Die Brennweite ist im Prinzip das gleiche, außer dass hier nicht sanft durch einen Zoom die Brennweite geändert wird, sondern es wird zur nächsten Brennweite gesprungen. Die EV, Exposure Value, kennen wir schon von den Funktionstasten. Damit können wir die automatische Belichtung durch Drehen nach rechts erhöhen und nach links verringern. Und die nächsten drei Funktionen, also die Blende, Belichtungszeit und ISO, funktionieren nur im Pro-Modus, also in den manuellen Kameraeinstellungen. Bei den Mavic 3 Modellen kann man also die Blende mit dem rechten Rädchen anpassen. Nach links wird es dunkler und nach rechts wird das Bild heller. Wenn ich ein Motiv, zum Beispiel einen Leuchtturm im Vordergrund habe, kann ich mit einer offenen Blende von 2,8 den Vordergrund scharf und den Hintergrund für mehr Filmlook etwas unscharf, also mit einem weichen Bokeh darstellen.
Wer lieber einen Videolook mag, wo von vorne bis hinten alles scharf ist, sollte hier dann lieber die Blendenöffnung auf einen Wert von bis zu Blende 11 verringern. Ich habe lieber mehr Filmlook und öffne die Blende auf 2,8. Damit das Bild jetzt nicht zu hell ist, kann man die Belichtungszeit, also die Verschlusszeit, auf Englisch den Shutter anpassen. Die Belichtungszeit können wir also auch auf das rechte Rädchen legen. Je heller es ist, desto mehr muss man die Verschlusszeit verkürzen. Kürzer als eine 500stel Sekunde würde ich aber die Verschlusszeit nicht einstellen, da es dem Video sonst an einer natürlichen Bewegungsunschärfe fehlt. Ich filme ja unterdessen meistens mit 30 FPS bei einer Verschlusszeit von einer 60stel Sekunde. Und wenn es dafür dann zu hell ist, benötigt man ND-Filter, die man auf die Kamera stecken kann. Ich habe hier ein ND-Filter-Set von DJI und für einen schöneren Himmel nutze ich ND-Pol-Filter und zwar dieses Filter-Set von Freewell. Zu solchen Filtern habe ich ja schon einige Videos gemacht. Beide Filter-Sets verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Auch die ISO-Einstellung könnte man sich auf das rechte Rädchen legen. Das macht Sinn, wenn man oft abends bei Dunkelheit filmt. Ich filme meistens tagsüber im Hellen und da lässt man die ISO, also die Sensorempfindlichkeit, immer auf den geringsten Wert, also auf ISO 100. Das macht also nur Sinn, wenn man oft bei Dunkelheit filmt. Und all diese Funktionen, die wir auf das rechte Rädchen legen können, gibt's auch in Verbindung mit der C1, C2 und beim Pro-Controller C3-Taste. Man könnte also zum Beispiel den Zoom auf das rechte Rädchen legen und die EV, die Blende und die Verschlusszeit auf die C1, C2 und C3-Taste mit dem rechten Rädchen legen. Hier drückt man dann erst die entsprechende Funktionstaste und bewegt dann das Rädchen nach links oder nach rechts. Mit der Mini 3 Pro haben wir im Prinzip dieselben Funktionen, außer dass sie keine einstellbare Blende hat. Aber welche Tastenbelegung ist jetzt die sinnvollste und was macht hier eher weniger Sinn? Das hängt natürlich von vielen Faktoren ab und ist deshalb bei jedem etwas anders. Ich lege mal alle möglichen Funktionen übersichtlich übereinander. Hier sind jetzt erstmal alle Funktionen, die man auf die C1, C2 und beim Pro-Controller auf die C3 und die 5D-Taste legen kann. Insgesamt stehen uns dafür 11 Funktionen zur Verfügung, die wir beim RC-Controller auf nur 2 Tasten und beim RC-Pro-Controller auf insgesamt 8 Tasten legen können. Ich selbst würde mir, wie gesagt, keine Funktionen auf die Tasten legen, die man auch gut auf dem Display erreichen kann. Die Waypoint-Funktion, das Wechseln der Kameras und bei der Mini 3 das Hochkantformat erreicht man direkt auf dem Display. Deshalb sind mir die Funktionen erstmal nicht so wichtig. Wer allerdings sehr oft zwischen Hoch- und Querformat wechselt, hat diese Funktion sicherlich ganz gerne auf einer Funktionstaste. Auch den FPV-Modus, die allgemeinen Kameraeinstellungen und den Erkundungsmodus nutze ich eigentlich kaum, die nehme ich also auch raus. Bei mir bleibt da jetzt nicht so viel übrig. Ich lege mir beim RC-Controller Gimbal neu zentrieren auf die linke C1-Taste, denn in seltenen Fällen hilft die dabei, einen schiefen Horizont zu begradigen. Aber auch beim Landen hilft mir das, indem ich die Kamera damit schnell nach unten neige, um auch von etwas weiter weg zu sehen, ob die Drohne genau über dem Landepad ist. Und die AE-Sperre lege ich auf die C2-Taste, denn die nutze ich wie gesagt sehr oft, damit die automatische Belichtung nicht ständig zu rabiat korrigiert. Beim RC Pro Controller lege ich diese beiden Funktionen auf dieselben Tasten. Dann haben wir ja noch die C3-Taste, da lege ich den Tempomat drauf. Der war mir immer zu sehr versteckt, deshalb habe ich den nie genutzt. Aber seitdem ich da gut rankomme, kommt er öfter mal zum Einsatz. Und EV erhöhen und verringern lege ich hier auf die 5D-Taste links und rechts. Wenn ich zum Beispiel vorwärts fliege und mir der Himmel zu hell oder der Untergrund zu dunkel ist, kann man damit mal schnell entgegenwirken. Noch wichtiger ist für mich aber das Gimbal-Rädchen zusammen mit den Funktionstasten. Auch hier lege ich zur besseren Übersicht alle Funktionen untereinander. Zoom rein raus lasse ich auf dem rechten Rädchen, denn damit kann man diesen Dolly-Zoom-Effekt sehr einfach machen. Einfach vorwärts fliegen und rückwärts zoomen oder rückwärts fliegen und vorwärts zoomen. Brennweite anpassen brauche ich eher nicht. Die Blende lege ich mir jeweils auf die C1-Taste und die Belichtungszeit auf die C2-Taste, jeweils in Verbindung mit dem rechten Rädchen. Und für Indoor-Flüge oder bei Dunkelheit lege ich mir noch die ISO auf die C3-Taste des Pro-Controllers. Jetzt, wo wir alle Funktionen und Unterschiede beider Controller kennen, gebe ich mal mein persönliches Fazit ab. Der kleinere und vor allem auch günstigere RC-Controller ist für fast alle Bereiche absolut hervorragend. Ich mag den richtig gerne. Der kostet 300 Euro, hat ein tolles Display, ist schön leicht, liegt gut in der Hand. Der reicht mir also in fast allen Situationen aus. Winke, winke. Was mich an dem Controller etwas stört, ist, dass er manchmal etwas träge reagiert.
Hier meine ich jetzt nicht die Steuerung, sondern in der Bedienung bei den Einstellungen, was sicherlich an einem schwächeren Prozessor liegt. Auch die Bildschirmaufnahme mit den Einblendungen, die ich ja häufig für meine Filme brauche, ist nicht besonders gut. An sonnigen Tagen fehlt dem kleinen RC-Controller etwas an Helligkeit und eine zusätzliche Funktionstaste wäre auch noch sinnvoll. Das sind aber keine so großen Nachteile. Der teurere RC Pro Controller hat all diese Vorteile: ein helleres Display, einen schnelleren Prozessor, etwas mehr Funkstabilität und mehr als genügend nützliche Funktionstasten, die einem das Fliegen und die Kameraeinstellungen sehr erleichtern. Wer also überwiegend hobbymäßig Drohne fliegt und die Drohne gerne zum Beispiel im Urlaub dabei hat, ist mit dem günstigen RC-Controller bestens bedient. Und wer zum Beispiel wie ich damit auch arbeitet und sehr oft auch in praller Sonne fliegt und nicht nur eine kleine Mini 3 zum Fliegen hat, diejenigen sind möglicherweise mit dem RC-Pro-Controller besser bedient, der allerdings mit 999 Euro 700 Euro teurer ist als der RC-Controller. Beide Controller findet ihr natürlich unter dem Video in der Videobeschreibung. Ich habe hier auf Rügen nicht nur das Controller-Tutorial gedreht, sondern natürlich auch mit beiden Drohnen und meinem Camper eine Woche Urlaub gemacht. Wer gern möchte, kann also noch kurz dranbleiben, denn das war teilweise spannender als gedacht. Hier war es zum Landen auf dem kleinen Landepad viel zu windig und der RC Pro Controller war fast leer. Also musste ich wieder mal in der Hand landen. Das empfehle ich Anfängern auf keinen Fall, da sowas ganz schön gefährlich sein kann. Und da sie auch nicht ausgehen wollte, musste ich sie dazu mit meinem Vulkania-Griff zwingen. Ich lade erstmal alles auf und werde dann gleich mal diesen Lost Place besichtigen. Die Mavic 3 Pro hat mit diesem Lüftchen natürlich keinerlei Probleme. Ich werde aber auch mal ein paar Fotos von unten machen. Wie ich gehört habe, war das hier mal von 1976 bis zur Wende ein FDGB-Ferienheim und steht seitdem leer. Ich bin hier übrigens ganz im Süden von Rügen. Und werde auch die Nacht in der Nähe verbringen. Ich bin hier auf Rügen. Hier ist total schön, aber auch gruselig. Da bin ich hergekommen, durch den Wald, da war es ein bisschen heller. Und da hinten, irgendwo da hinten, ist mein Auto. Da gehe ich aber nicht nochmal durch den Wald. Jetzt habe ich aber wirklich Angst. Hört mal, wenn ich Schritt laufe. Bellt da hinten ein Hund. Ich traue mich nicht weiter. Ja, das war echt gruselig. Angefangen habe ich jedoch meine kleine Reise auf Usedom und war da 2 Nächte auf einem richtig tollen Zeltplatz in der Nähe von Zinnewitz. Und bin dann über Stralsund nach Rügen. Auf Google suche ich mir dann immer solche kleinen Parkplätze direkt am Strand und wenn es mir irgendwo gefällt, suche ich mir einen richtigen Campingplatz oder nutze eine Stellplatz-App. Da kann man auch mal für einen schmalen Taler übernachten. Am nächsten Tag bin ich kurz nach Binz gefahren. Hier habe ich auch gleich einen praktischen Tipp für alle Urlauber, denn das Parken ist ja meistens an tollen Orten richtig teuer. Ich bin also nach Binz zu einem Supermarkt gefahren und habe mir frische Schrippen gekauft und meistens darf man ja dann eine Stunde umsonst parken. Das reicht mir meistens aus, um kurz die Strandpromenade entlang zu schlendern. Ich habe auch noch ein frisches Fischbrötchen gegessen und wurde auch noch von einem Zuschauer erkannt, mit dem ich noch ein kurzes Schwätzchen gehalten habe. An dieser Stelle also schöne Grüße an dich. Dann ging es nach Sassnitz. Hier bin ich natürlich diesen langen Weg zum Leuchtturm gegangen. Das war auch herrlich und hält fit. Aber leider schmeckt es bekanntlicherweise im Urlaub immer doppelt so lecker und schon waren die verbrannten Kalorien wieder drauf. Den Abend habe ich in Glove verbracht. Hier konnte man auf einem richtig tollen Wohnmobilplatz stehen. Das hat mir sehr gefallen. Abends habe ich noch ein paar nette Gespräche gehabt. Ja, die Camper sind ein echt nettes Völkchen. Am
nächsten Tag ging es dann zum Kreidefelsen am Königsstuhl. Auch hier gab es einen schönen Platz für Camper. Und nach einem schönen Waldspaziergang war ich dann am besagten Kreidefelsen. Der ist natürlich immer eine Reise wert. Danach ging es zum Kap Arkona. Hier gibt es drei schöne Leuchttürme zu sehen. Und zwar den Schinkelturm, das Leuchtfeuer Kap Arkona und den Peilturm Kap Arkona. Hier hat die Dronik-App tatsächlich das Fliegen erlaubt. Dann habe ich in der Nähe noch einen Strandspaziergang gemacht und mir danach beim Abendbrot auf dem Tablet eine Serie angesehen. Am nächsten Tag habe ich einen weiteren Lost Place entdeckt. Der war zwar bewacht, aber nach einem kurzen Gespräch durfte ich eine kleine Runde drehen. Wie bei Resident Evil. Wirklich wie bei Resident Evil. Schön vorsichtig. Vergitterte Fenster, immer kein gutes Zeichen. Wofür ist so was? Und ich hatte noch eine Begegnung mit einer Wildschweinrotte. Und da ich nicht genau wusste, ob ich da heil rauskomme, habe ich meinem Kindchen noch einen letzten Gruß aufgenommen. Ah, das war eben gruselig, Ami. Eben ist ein Wildschwein-Eber auf mich los. Ich muss da lang. Kann ich dann, können die klettern? Nee. So. Da. Hast du ihn gesehen? Ich habe im Gebüsch ist er auf mich zu und hat immer ganz tief gemacht. Oh Mann, aber ich muss jetzt hier lang. Macht man denn bei Wildschwein wegrennen oder nicht wegrennen? Wenn man schreien, braucht einen Knüppel. Da sind die Krähen. Deshalb war der eben zu sauer. Sind da noch mehr?
Hier sind die, glaube ich, lang. Da sind die hier lang. Alle weg. Wo waren die? Hier waren sie. Oh. Puh. Ja, das war für mich richtig spannend. Ich freue mich schon auf mein nächstes Abenteuer. Dafür habe ich auch schon wieder eine neue Drohne und eine neue Kamera zugeschickt bekommen. Mal sehen, wo es mich diesmal hinzieht. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Hallo. Hallo. Was beobachtet man da? Welche Vögel? Deswegen nur mit der Drohne zum Fliegen. Ich zeige die neue Drohne und die Funktion. Nicht mit der Drohne drüber geflogen. Ich bin nur mal darüber geflogen, weil das so schön ist, der Lost Place. Was war das? Habe ich auch noch nicht rausgekriegt. Okay. Coole Drohne. Das heißt, das ist eine Drohne wirklich so zum Filmen, Fotografieren. Filmen. Boah, das ist ja ein Profi-Gerät. Gell? Vielen Dank. Schönen Abend. Gleichfalls. Viel Erfolg. Dankeschön. Danke. Macht's gut. Bye, bye.